Ja, hi, willkommen. Mein Name ist Daniel WP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Grace SF. Ja, lang ist es her. Geht mal endlich hier wieder ein bisschen weiter und diesmal will ich auch versuchen, das Spiel hier durchzubringen. Ich bin mit Tales of Xillia fertig und prüfen. Okay. Ja, ich bin jetzt etwas verloren. Ich weiß jetzt nicht genau, was als letztes passiert ist. Doch, klar weiß ich das, aber ja, wie gesagt, bin ein bisschen verloren. Man hat mir den Wind aus den Flügeln genommen. Okay. Es geht schon direkt weiter. Stimmt, wir haben Sophie wiedergefunden. Und ja. Auf dieser Blumenwiese und gucken wir mal weiter. Ich muss wieder reinkommen. If only I'd accepted my role as your heir, then none of this would have happened. What am I meant to do? I've spent 7 years training for knighthood, and now I'm nearly there. I wanted to be strong so I could protect people. But I couldn't protect anyone, could I? Not even my own father. And then he died protecting his own people. Protect everyone. You know, it's because of you that I wanted to be strong in the first place. Me? I mean, sorry. I guess I think of you as Sophie, you know? Wie kommst du darauf? This is so weird. It's like I've gone back in time. But I think I know my answer. I think I've always known it. From the very beginning. Thanks. I think you helped me figure some things out. Kann sie das auch mit mir machen? Ich bin noch ein bisschen verloren. So, geh zum Schlafzimmer in der zweiten Etage. Das war hier. Trotzdem kenne ich das Spiel noch wie meine Westentasche. Mehr oder weniger. Man, it's been a while since I've been in here. Was it always this small? I brought you some tea, Lord Asbel. Perfect timing, Frederick. Would you please mail this letter for me? What, my lord! This is a letter of withdrawal from the Knight Academy! I will become the next Lord of Launt. It is my duty as Aston Launt's firstborn son. I shall inform Lady Kerry immediately. She will be overjoyed. Sure. Oh, one more thing. I've heard about a report outlining the Fendolian army's encampment. It's waiting in the study, my lord. Shall I escort you there? That would be perfect. Alles klar. So, gehen zum Arbeitszimmer. Ja, ich muss bei jedem Mist hier L1 drücken. Damit ich auch weiß, wo ich hin muss, okay? Lass mich. So, ne, hatte ich schon mal, okay. Dann ab zum Arbeitszimmer. It feels weird sitting here. This is where Dad did most of his paperwork. Frederick, do you know if this report is still accurate? It claims we can pass through the seaside cavern beyond Lawn Hill and emerge near the enemy encampment. If that's true, we could use the cavern to stage a surprise attack. Pardon me, Lord Asbel? What is? Ich bin beschäftigt. Mann. We look at home here. Does this mean our land finally has a new lord? It does. I know I'm young, but I'll do my best. I hope you'll help me, Bailey. I am yours to command, my lord. Have you heard from the Royal Knights? Will they ride to our aid? Unfortunately, it doesn't sound good. I fear we fight this battle alone.
I see. As such, I'm considering how to deal with Fendel. What are you planning? We should strike. It's time we went on the offensive. We can use the Seaside Cavern to stage a night attack on their main camp. Interesting. Yes, the cavern should allow us to approach the enemy undetected. We'll split into small units and regroup near the exit. Then, when night falls, I will lead the attack. Ready the men. I want to be there tonight. So soon? The enemy is still recovering from today's battle. The timing is perfect. Was mit mir? Ich muss auch noch reinkommen. We must not fail. We shall begin preparations at once. Alles klärchen. Oh, hi. I want to be a part of this fight, Asbel. I want to help drive Fendel from my home. Sharia, I want to go too. Thank you. Thank you both. We'll leave as soon as preparations are complete. I want to make sure we reach the cavern before nightfall. I'll be ready. Alles klarchen. So, die Gruppe besteht nun aus Sharia. Auch aus Sharia, meine ich. Okay, ein Passwort. Hatten wir solche Dinger schon mal? Habe ich dir schon mal gezeigt? Ah, das ist ein Problem jetzt. Wir brauchen ein Passwort für das Ding. Und ich weiß jetzt nicht. Oh, Prinzessinnen-Geschichten. Die werden auch wichtig sein bald. Aber ich muss halt Passwort haben. Passwort. Wo kriege ich das Passwort nochmal her? Passwort. In den Dingern sind gar nicht mal so schlechte Sachen drin, deswegen würde ich das gerne jetzt haben. Irgendwo in diesem Haus ist das, das weiß ich. Glaube ich, weiß ich nicht. So, Cheria. Okay. Gehen wir mal ins Menü, gucken wir die Titel an. Minimal SK, jupp. Song 5. Ja, wird schon gehen. Jetzt brauche ich nur noch das Passwort. Für diese eine Truhe, das ist irgendwo hier, glaube ich. Habe ich mich überhaupt hier schon umgeguckt? Haben wir noch keine Zeit, oder? Ich weiß es nicht. Vor allem, wie bei jedem anderen Tales of Spiel, sind ja viele Nebenquests oder so zeitbegrenzt. Deswegen, ja. Muss ich. Nee, da ist das, glaube ich, nicht drin. Deswegen muss ich hier und da immer wieder mal nachgucken. Gibt es da was zu erledigen? Gibt es da was zu holen oder so? Und deswegen, ja. Aber ich werde sowieso nie alle Quests. Ha. Eine Notiz, da steht nur der Name von Espels Vater. Aston. Ah, okay. Hallo. Es wird einen weiteren Kampf geben. Ja. Wir sind doch im Krieg, Mann. Frau. So. Dann geben wir mal das Passwort ein. Wie auch immer hier so eine Truhe mit einem Passwort funktioniert. In was weiß ich, wie viele Jahrhundert die sind. So, Aston. Leider nur mit Kleinbuchstaben. Weil so heißt Espels Vater. Wir bekommen einen Allesteiler. Geil. Ich nehme mir was Besseres auf. 9 Minuten. Wir schaffen das noch mal bis zur Höhle. Vielleicht hier und da noch ein, zwei Kämpfaufgaben. Damit ich noch weiß, wie das Spiel geht. Dann möchte ich mich hier nochmal umgucken. Weil hier oben. Oh, ein Gummisamen. Geil. Ich habe schon geöffnet. Ja. Okay, dann gehen wir zur Nordlahnstraße. Weil da müssen wir hin. Für Ruhm und Ehre. So, na kommt ihr her. Elfmixer. Ja, okay, geht schon. Hi. Ja. Ich habe ja auch schwer nur eingestellt. Das heißt, die Kämpfe werden doch ein bisschen härter. Aber werden wir schon schaffen. Zack, 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 zack.
job. Over already? Ja, schon vorbei. So viel Fragezeichen hat. Blablabla. Okay, lese ich jetzt nicht alles vor. Gibt so viele Titel und so viele Bonus, lieber. Komm, ich lese sie bestimmt nicht alle vor. Hallo. Das Gute an dem Spiel ist, die Kämpfe sind ja vor. Das heißt, so viel Grind. So viel Grinden ist gar nicht mal so schlimm. Mein Gott. Nix da. Tja. Ich bin auch irgendwie in Fähigkeiten weiter im Kopf. Ich glaube, ich schon mehr können. Aber deswegen tue ich ja die ganzen CC hier. Oder SK heißen die. Im Englischen heißen die CC, deswegen verwechsel ich da manchmal. Deswegen tue ich die immer hier so erhöhen. Mit minimal SK. Also per Titel. Hui, hallo. Mach scheiße. Ha. Okay, geil. Da. Oh, ich darf nicht so ununterbrochen angreifen. Ich vergesse immer. Ausweichscherbe. P-Angriff. Okay. Sherry hat gleich in Dingens. Mit Titel auf 5. Das heißt, kommt, glaube ich, minimal. Ach ja, ich glaube, das ist auch die erste Aufnahme mit meinem neuen Mikro. Also für die, die jetzt noch ab Part 25 noch, keine Ahnung, geleitet haben, sag ich mal, mit der Soundqualität. Also wir werden hoffentlich ein bisschen ruhig sein. Weil es ist doch schon ein kleiner Umstieg. Videos sind jetzt auch ein bisschen länger. Anstatt immer noch genau 15 Minuten. Aber das ist auch situationsabhängig. So, ich glaube, ich muss auch noch ein bisschen trainieren, weil die ganzen Bosse, die haben mich ja immer fertig gemacht, wenn ich mich nicht irre. Das war der letzte Boss nochmal. Diese Spinnen, ne? Diese Cyber-Robo-Spinnen. Panzer. Cyber-Panzer-Robo-Spinnen. Sophie, don't wander too far. All right. Why do you call her that? I don't know. She needs a name, right? Wir können sie auch Tigerparty nennen. We have no idea who she really is. Look, I'm just. You need to come back to reality. Everything has changed since then. You're right. It has changed. Sophie's dead. My father's dead. Hubert got adopted by some guy in Strata. Oh, and my oldest friend treats me like a total stranger and has apparently given up on smiling. Burn! Look, I know this is all my fault, okay? That's why I decided to stay. What do you call this flower? It's a Sopharia. That's where we got the name Sophie. Sophie. Asbel calls me Sophie. Sorry, I should have asked you first. No, it's fine. Please call me Sophie. I like this flower. 100 Fragezeichen ist weg. It makes me happy to be named after it. If you like it, why don't you grow another one? Here, take this. It's a Sopharia seed. This will turn into a Sopharia flower? When we get back to the manor, you can plant it in the flower bed. All right. Ist ja riesig. That's what she said. So, da kann man nicht hin. Nein, eine unsichtbare Wand blockiert unseren Weg. Aber hier, nee, da kann ich auch nicht mehr. Na gut. Das muss die Höhle sein, da hinten. Hi. Na. Willkommen. Nein. Einfach mal laden. Und ich weiß nicht. Lass mal erstmal. Ey, deswegen habe ich keine gekauft.
Zum Glück habe ich keine gekauft. Hat mich mein Gewissen, meine Intuition hat mich da. Nee, ich brauche nicht speichern. Ich bin voll im Bar, ich brauche das nicht. Meine Intuition hat mich davor gewarnt, die in die Zukunft sehen kann. So, this is the Seaside Cavern. I can't believe I've never been here before. Er standet mehr so auf Blumengärten, ne? Blumenwiesen. Good. Let's keep it that way. Now come on. We're almost to the other side. Irgendwie nicht, wir sind gerade erst reingegangen. Wie können wir dann schon am Ende sein? Ich meine, die Viecher waren schon stark. Ich muss gut trainieren, weil bald kommt Boss. Spoiler. Aua. Ah, ich bin vergiftet. Nein. Leck mich am Arzt. Arzt waren das hier, ne? Ja, aber die Viecher können sich vervielfältigen, was auch ganz schön nervig ist. Au. Aua. Nein. Danke. Nein, du vervielfältigst. Au. Ja, das ist gut. Geh da weg von Area. Ey, meine Elefanten war auch beinahe voll. Unfair. Hier geblieben! Verdammt, das geht nicht so weit. Mann. So, jetzt aber. Komm her. Tipps zum Schwertziehen. Zieht Esper sein Schwert im Fest in eine verborgene Energie und aktiviert die Standhaftigkeit. In diesem Zustand kann er nur eine begrenzte Trefferanzahl hinnehmen, sobald möglich. Solltest du X drücken, um dein Schwert wegzustecken und es dann erneut zu ziehen, um ihn wieder zurückzusetzen. Okay. So was kann ich aber im Kampf nicht achten, weil da passiert zu viel. Finde ich. Geil. Geld. Hi. Na. So viel dazu, dass die Gegner hier schnell erledigt sind, ne? Und die Kämpfe schnell sind. Ja, eigentlich schon. Im Vergleich zu anderen Fels auf Spielen, irgendwie schon. Hey, hier geblieben. Ha! Auf Schwächen kann ich auch nicht so achten. Kann ich den Gegner hier auf Schwächen abtasten. Und aufpassen, welche Attacken ich einsetze. Obwohl eigentlich nicht schlecht wäre. Mysteriöse Flüssigkeit. Tipp zum Wegstecken. Steckt erstmal sein Schwert weg, kann der KP wiederherstellen. Je nach Anzahl der von ihm gezogenen Schwert gelandeten Arts und seinen aktuellen Verteidigungswert, physischen Verteidigungswert, nutze die Vorteile des Ziehens und Staffs, also nutze die Vorteile des Ziehens, Standhaftigkeit und des Wegschättens, KP Wiederherstellung, um in jedem Kampf die bestmöglichen Ergebnisse zu erzielen. Geil. So viel lesen. Ja. Geil. Apfelgummi. Wenn sich schon wieder Gegner ist. Plopp. I didn't think we'd actually have to swim through this place. I'm all wet. Are you cold? If it's too much, take Sophie and head back to Lant. Don't worry about me. I'm the one who asked to come, remember? Or were you just thinking that maybe I'm in the way? I don't know. Do you even really want me here? If not, you should just say so. Wenn du ihn die ganze Zeit abbitchst, dann. I'm actually really happy you're here. I just don't want to push you too hard. I couldn't stand it if something happened to either of you. Sharia, you're wet too. I'm gonna wring out my clothes. So turn around. Oh, all right. Ja. Eintauchen. Okay. You know, there may be other points in this cave where we have to swim underwater to keep moving forward. Okay. Let's make sure we don't miss anything. We'll move slowly and carefully. You okay, Sophie? And Sharia, you should be careful not to catch a cold as well. Hey, don't stare at me like that when I'm all drenched. Sorry.
Aber wir werden doch noch ein paar Mal tauchen. Okay. Würde ich sagen, das war's dann mit diesem Part. Ich gehe lieber ins Menü, weil ich traue diesem Viech da nicht. Und so viel ist stärker als Erzbl. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge von Let's Play Tales of Graces F. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und sage tschö.